Das Team von Hund, Katze, Specht sagt Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Und ist es nicht schön, einer süßer als der andere? Und das meine ich jetzt nicht wir zwei, sondern die zwei. Genau, die zwei. Das ist der Larsson. Hoppla, der Larsson, den Sie auf dem Schoß haben, mich und das Mikrofon, wir wissen das ja. Und ich habe den Elias, der ein bisschen besorgt ist, weil er nicht weiß, oh Gott, was ist hier los? Sie sind beide sechs Monate alt ja. Und sind Zwillinge. Und Babys. Und meiner klingt irgendwie wie so eine Schrankwand aus einem schwedischen Möbelhaus, nicht? Ja, das ist eine Serie. Da ist noch Gero und Fero sind noch dabei. Das sind sieben, also insgesamt kamen 12 Hunde aus unserem Partnertier in Rumänien, weil unser WG-Zimmer Platz hat. Und das sind jetzt sieben Junghunde und beziehungsweise sechs Junghunde. Und eine Kindergärtnerin. Eine Kindergärtnerin und die suchen jetzt alle ein liebevolles Zuhause. Und was war ihr Schicksal, wenn Sie sagen, aus dem Partnertierheim aus Rumänien? Wie sah die Vergangenheit aus, der Racker, wie ich es immer gerne sage? Ich hasse das Wort Racker, aber gut. Die Vergangenheit sah nicht gut aus, kann man sich denken, aus Rumänien, weil würde die Vergangenheit gut aussehen, hätten wir sie ja nicht hergeholt. Ja. Das sind Hunde, die einfach irgendwo geboren sind, teilweise auch von rumänischer Bevölkerung in dem Tierheim abgegeben worden, weil sie kein Geld hatten oder keine Lust hatten, die Hündin kastrieren zu lassen, was ja schon aber ein Fortschritt ist, wenn sie abgeben dort und nicht ertränken, wie sonst. Ich wusste, dass er nicht bei ihm bleiben will. Das habe ich mir gedacht. Das schon. Der Larsson er robbt möchte so ein bisschen, eigentlich. Er guckt aufs Spieli. Der Larsson sagt, ich kenne den Mann nicht, ich möchte lieber zu meinem Bruder. Jetzt wedelt er aber. Ja, also Vergangenheit sah nicht gut aus. Ja. Die wachsen dort auf unter tausenden Hunden. Da hat natürlich keiner Zeit. Hallo Baby. So. Ich weiß nicht, was. Es sei Ihnen gegönnt. Es sei Ihnen gegönnt, Frau Höfer. Baby. Ja, Vergangenheit, wie gesagt, ganz übel. Und wir nehmen ab und zu mal wirklich so ein ganzes Rudel Junghunde. Erstens mal ist dann auf einen Schlag ein Kennel dort frei, weil da ja natürlich immer große Platznot ist. Das andere ist, wenn diese jungen Hunde, die also als Welpe keine gute Prägung hatten, jetzt noch länger dort geblieben wären, dann wären die scheu und dann werden die wirklich problematisch. Im Moment, er ist noch schon so ein bisschen besorgt und schüchtern, der Charakter kommt jetzt halt raus, aber im Moment sind die meisten noch so wie der Larsson, nämlich offen und neugierig. Ja, wir zeigen ja immer Bilder von der Kindergartengruppe eingeblendet. Rassemäßig, wir haben gerade eben im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen was Königliches haben sie. Ja. Ja, also ich kann es nicht sagen, weil wir die Eltern nicht kennen, aber sie sehen so von der Figur her aus, die werden ja nicht so hoch, könnte ein bisschen Corky mit dabei sein, wer das englische Königshaus verfolgt, Könighaus verfolgt, kann man das rausschneiden? Nee, das lassen wir absichtlich drin. Er macht so viele Fehler, die werden dann rausgeschnitten. Meine Fehler sind ständig da drin. Wir sind live on tape, meine Damen und Herren, das stimmt gar nicht, was passiert, passiert. Und auch wenn die Hunde runterfallen, haben sie aber eine gute Reaktion. Nein, er schneidet seine Fehler raus. Also ein das Mario englische Specht Königshaus, wer Fehler. Das kennt, der weiß nämlich, dass die Corki, die hat nämlich jetzt gerade wieder neue gekriegt. Jetzt Vermittlung. Die sind also heute noch einen Tag in Quarantäne. Das heißt, Leute, heute läuft der letzte Tag der Entwurmung ab und dann sind sie ab morgen startklar für neue Familien. Jetzt ist es natürlich so, zu Corona-Zeiten ein Riesenrun auf junge Hunde. Ja. Und unser Nadelöhr ist sehr, sehr eng, wo die Leute durch müssen. Wir haben also da wirklich ganz klare Vorgaben. Das heißt, Hundeschule ist Pflicht. Hundeschulen dürfen ja jetzt wieder aufmachen, beziehungsweise auch teilweise können die auch 1:1 Betreuung machen. Also Hundeschulen dürfen wieder arbeiten. Hundeschule, das nächste halbe, besser noch dreiviertel Jahr ist Pflicht. Und da geht es in der Hundeschule nicht um Sitz und Platz. Das sind Konditionierungen, das kann ich zu Hause auch im Wohnzimmer üben. Keks, Sitz und Platz, das ist keine Erziehung. Es kann geht, ich auch mit dem Keks. Genau. Das kann sogar der Specht. Ganz einfach. Das kann sogar der Specht. Darum geht es nicht. Es geht um Bindungs- und Beziehungsarbeit. Dass der Hund mir vertraut, dass er gut an der Leine läuft, dass er weiß, dass ich das Leben managen kann als Mensch. Und das lernt man eben am besten in der Hundeschule. Hundeschule deswegen auch. Gute Hundeschulen haben Hundespiel, wo also Hunde ihre Altersgruppe kontrolliert zusammen spielen. Das heißt, sozialverträglich werden und bleiben.
Dann Berufstätigkeit. Ich hatte gerade auf Facebook einen Post, dass wir diese Junghunde nicht an Berufstätige vermitteln. Da ging dann ein Sturm los. Klingt ja erstmal, ne? Warum wie soll man nicht diskriminieren? Wie soll man sich denn Hunde leisten können, wenn man nicht arbeiten kann? Und meine Hunde waren immer alleine, kann ja jeder machen, wie er will. Diese Junghunde, die haben ihre Sozialisierung als Welpe verpasst, nämlich mit 8, 12 Wochen zu den Menschen zu sein. Die müssen wahnsinnig viel lernen. Die sollen jetzt nicht alleine bleiben. Die müssen das alleine bleiben, erstmal lernen. Ich meine, wenn ja jetzt gerade hier der Larsson, der ja doch ganz gut unterwegs ist, wenn sie den jetzt alleine in ihre Wohnung sperren, Vintage ist ja wieder in, also der Shabby-Look. Was soll der umdesignen? Ja. Was soll der 8 Stunden machen? Lesen, Computer, E-Mails schreiben, der macht die Bude auf alt, heult den ganzen Tag und hat totale Verlassensängste. Also. Ja, aber was ist, wenn jetzt malen wir mal die Szenerie aus, Oma ist daheim, ich selber muss arbeiten. Also gibt es dann doch irgendwie so die eine Möglichkeit, wo man sagen kann, Hauptsache ist jemand zu Hause. Mehrgenerationenhaushalt ist ja auch irgendwie wieder in Mode machbar. Und sowas. Genau, ne? Kommt auf die Oma an, ob die Oma mit dem jungen Hund klarkommt, ganz klar. Das ist alles möglich. Es gibt mittlerweile auch Homeoffice, man kann den Hund vielleicht mit zur Arbeit nehmen. Aber das wird ja auch immer moderner, dass man seinen Hund mit zur Arbeit nehmen darf. Ne? Aber das nächste halbe Jahr ist so viel Arbeit. Die sind total niedlich, aber es ist ein Haufen Arbeit. Mhm. Und wir möchten die Hunde nicht zurückhaben mit 1,5, mit allen möglichen Macken, die man nur hat. Denn jetzt geht der Start ins neue Leben los. Und da muss jemand sein, der wirklich verlässlich mit den Hunden eine gute Beziehungsaufbau, Vertrauensarbeit und wirklich einen guten Start einfach ins Leben gibt. Und das ist viel Zeit. Und ich mag diesen Satz immer wieder gerne zu sagen, ein Hund zu haben ist ein Privileg, kein Grundrecht. Also es gibt Leute, die sagen, ja, dann kann ich keinen Hund nehmen, ich arbeite den ganzen Tag. Ja, dann ist das so. Dann können genau, man Sie muss keinen Situation Hund richtig. Nehmen. Ja, es ist ja nun nicht wirklich eine Grundausstattung wie ein Kühlschrank, einen Hund zu haben. Also nein, weil wer meinen Job mal, jeder darf gerne mal einen Job, wochenlang meinen Job machen. Die ganzen Abgaben, ja, kann ich alleine bleiben, beißt, geht, zieht mir an der Leine. Das sind alles Leute, die ihn angeschafft haben, nicht überlegt haben, dann abschaffen. Mhm. Und irgendwann steht das Tierheim mal hier. Das heißt, bei diesen 6 jungen Hunden bin ich ganz streng. Es ist ein enges Nadelöhr, keine Berufstätigkeit. Hundeschule ist Pflicht und die Leute sollen Mut und gute Nerven haben und Vorliebe fürs Chaos. Werden die alle einzeln vermittelt oder gibt es dann welche, wo sie zusammenbleiben sollen oder wie ist da so ihr Also die sind jetzt schon Augenmerk. Charakterlich ganz unterschiedlich. Es gibt 2, die lieben sich sehr, weil die auch sehr unterschiedlich sind. Er ist der so ein bisschen Innovative, der sich Neues anguckt. Mhm. Elias ist eher der Sensibelchen, der zurückbleibt. Zu zweit vermitteln, das wäre schon eine Nummer. Also da müssen die Leute richtig gut sein. Ich schließe das nicht aus. Aber 2 junge Hunde zu erziehen, da muss man gut in. Es ist nicht unmöglich. Ja. Es gibt Leute, die es können und dann auch nicht. Die können Zweithunde sein, gerne natürlich, weil wir bevorzugen Leute immer gerne, die einen Ersthund haben, einen gut erzogenen Ersthund, muss aber nicht. Mhm. Also das ist jetzt nicht verpflichtend. Worauf ich aufpassen müsste, wenn mich diese Hundeaugen angucken, nicht noch ein Leckerli, nicht noch ein Leckerli, nicht noch ein es Leckerli. Ne? Weil, ja, aber wer in diese Augen guckt, der kann ja nicht Nein sagen und böse also, sein. Also für sowas gibt es einen Trick, wenn man nicht Nein sagen kann, kein Futter aus dem Napf, sondern alles aus so einem Beutelchen und dabei erziehen, dann ist es erlaubt. Okay, sehen Sie, es gibt immer noch Tricks und Tipps und jetzt wird gerade hier an meiner Hand geknabbert. Sie riechen noch ein bisschen, also nicht Sie, sondern Sie. Also das, ja, man darf es auch nicht. Ich rieche aber ganz, wenn man ehrlich ist, genauso, weil die kommen jetzt. Deswegen die sind beschlagen noch, die Scheiben, ich habe mich schon gewundert. Die sind noch in Quarantäne und sind morgen erst außerhalb der Quarantäne und das ist immer so eine Sache, das Baden von 12 Hunden muss immer irgendwie in den Tagesablauf mit eingepasst werden, aber ab morgen geht es in die Badewanne und dann wird die rumänische Patina abgewaschen. Sag mal, du verratzt also, hier deinen Auftritt. Ne? Nee, leider habe ich morgen nicht frei, sonst hätte ich einfach mal beim Baden geholfen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ja, wir können es aber so machen, wie Sie Zeit haben. Donnerstag? Wir können da gerne gleich nochmal drüber reden, aber das wäre doch auch was Lustiges. Och, guck doch mal bitte. Sehr niedlich. Ne? Nur leider bin ich arbeiten. War klar, wenn Arbeit ist, dann, weil es ist nee, Arbeit. Nee, aber ich meine, warum denn nicht? Sollen wir mal gucken, Hund, Katze, Specht, wie ihr gebadet werden? 12 Hunde baden? Mhm. Nee, das ist nicht mehr, also sind nur noch die 7, die Großen sind schon gebadet. Gott sei Dank haben wir Ehrenamtler. Aber die kleinen Stinker, die haben wir noch nicht. Na, Ostersamstag, wir sagen nochmal ab 18 Uhr unsere Live-Facebook-Sendung. War seine Idee, Live-Facebook-Sendung. Es war mein Valentinchen-Geschenk für Sie. Sie haben heute irgendwie eine schwere Zunge. Ja, mir schneidet nichts raus. Ja, schwere Zunge, genau. Ist so. Genau. Also Samstag 18 Uhr, Ostersamstag 18 Uhr, Lukas Otte wird mit da sein,
bin ich ein Fan von, werdet ihr wahrscheinlich auch sein. Ihr dürft uns Fragen stellen und wir sind live. Und da kann dann nichts mehr geschnitten werden, auch nicht mehr bei ihm. Ich bin mal gespannt, wer da am besten vorbereitet ist und wer da wieder eine schwere Man Zunge hat. Man kann sich ja gar Diesmal nicht vorbereiten. Diesmal trinken wir kein Eierlikörchen vor der Aufzeichnung. Schade. Ne? Ja, genau. Schade, das machen wir eigentlich jedes Mal. So, wir könnten noch Stunden, Frau Höfer. Wir müssen aber Schluss machen. Genau, wir jetzt. Müssen jetzt Schluss machen. Es sprengt die Sendezeit. Ich schmuse noch ein Der bisschen. Der ist schon eingeschlafen nicht, vor Langeweile. No? Wie war das bei Löwenzahn, hieß es da immer. Wir drehen jetzt mal noch eine Runde. Ne? Genau. So, genau. Wir schmusen noch eine Runde. Wir sagen danke fürs Interesse. Jetzt kommt noch das tierische Foto der Woche. Und wir ein sagen, neues hoffentlich. Ja, natürlich. Wir sagen tschüss, machen Sie es gut. Bis dahin. Ciao. Globus Lahnstein. Florian hat uns das heutige tierische Zuschauerfoto der Woche geschickt. Wir sehen hier Hundenase von Frieda, die gemütlich nach einem Gassigang vor dem Ofen schläft. Danke für die tolle Einsendung. Und haben auch Sie ein lustiges Foto von Ihrem Haustier, dann nichts wie her damit. Sie senden es, wir zeigen es. Und wenn es das Foto in die Sendung schafft, gibt es einen Einkaufsgutschein vom Globus Lahnstein. Wir drücken die Daumen.